Viel Applaus gibt es heute für die Rede des britischen Königs im Deutschen Bundestag. Der ukrainische Präsident hat sich heute für die österreichische Unterstützung im Parlament bedankt. Bewölkt, windig und verregnet geht es in die Osterwoche. Guten Abend und herzlich willkommen zu ORF 3 aktuell am Abend. Wir beginnen unsere Sendung heute in Berlin, wo der britische König Charles III. Als erster Monarch überhaupt eine Rede im Deutschen Bundestag gehalten hat. Darin hat er die historischen Verbindungen zwischen Deutschland und Großbritannien betont, manche Passagen auf Deutsch gesprochen und durchaus Humor anklingen lassen. Ernster wurde er beim Ukraine-Krieg. Großbritannien und Deutschland hätten hier mutige Unterstützung für die Ukraine gezeigt. Deutschland und das Vereinigte Königreich haben eine wichtige Führungsrolle übernommen. Als größte europäische Geber für die Ukraine haben wir entschlossen reagiert und Entscheidungen getroffen, die früher vielleicht unvorstellbar gewesen wären. Der Entschluss Deutschlands, der Ukraine so große militärische Unterstützung zukommen zu lassen, ist überaus mutig, wichtig und willkommen. Auch in Österreich wurde im Parlament heute eine viel erwartete Rede gehalten, nämlich vom ukrainischen Präsidenten Volodymyr Selenskyj. 13 Monate nach Beginn des russischen Angriffskrieges bedankte er sich heute für die Unterstützung aus Österreich. Die FPÖ verließ während der Rede den Sitzungssaal, aber auch von der SPÖ waren viele Abgeordnete nicht anwesend. 10 Minuten steht die Verbindung Kiew-Wien heute. Der ukrainische Präsident hat eine Botschaft an das neutrale Österreich. Es ist wichtig, dem moralischen Bösen nicht neutral gegenüber zu sein. Hier geht es nicht um Geopolitik, es geht nicht um militärisch-politische Angelegenheiten. Es geht darum, dass ein Mensch immer ein Mensch bleiben muss. Auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen und der ukrainische Botschafter sind im Saal. Zur Veranstaltung hat Nationalratspräsident Sobotka geladen. Die Ukraine verteidigt in diesem Krieg nicht nur ihr Land und ihre Existenz, sondern auch steht für europäische Werte ein. Und deshalb unterstützen wir sie auf ihrem Weg nach Europa. Die FPÖ verlässt aus Protest zu Beginn der Rede den Nationalrat. Parteichef Kickl sieht im Auftritt Selenskyjs das Ende der Neutralität. Wenn da jemand auf die Idee kommen würde, einen russischen Politiker im Parlament seine Position erklären zu lassen, dann würde unser Protest genau die gleiche Form und die gleiche Argumentation zur Anwendung bringen. Protest, Debatten und eine Rede, die mit Applaus endet. Und mir zugeschaltet ist jetzt unser Ukraine-Korrespondent Christian Werschütz. Herr Werschütz, der britische König hat heute in Berlin im Deutschen Bundestag betont, dass Großbritannien und Deutschland die beiden wichtigsten europäischen Unterstützer der Ukraine wären. Wie beurteilen denn Sie diese Aussage aus Sicht der Ukraine? Nun, wenn man sich das insgesamt anschaut, dann Deutschland auf jeden Fall finanziell, bei den Waffen nicht, aber finanziell insgesamt auf jeden Fall. Man muss ja auch dazu rechnen, was über den EU-Haushalt noch kommt. Großbritannien hat sehr früh viele Waffen geliefert, hat jetzt auch die Panzer geliefert, war da ein gewisser Vorreiter, ist aber jetzt finanziell selbst nicht mehr so weit vorne. Ich glaube, man müsste da sagen, zu den ganz muss man Polen zählen und natürlich gemessen an ihrer Größe und ihrer Finanzkraft auf die baltischen Staaten, die ja ebenfalls massive Hilfe leisten. Aber Polen ist sicherlich eine ganz entscheidende Drehscheibe für diese Hilfe, für Waffenlieferungen und dann natürlich nicht ganz zu vergessen auch die Tschechische Republik und die Slowakei. Aber Polen ist wirklich mindestens gleich so wichtig wie Großbritannien, würde ich einmal sagen. In Wien hat heute der ukrainische Präsident Volodymyr Selenskyj eine lang erwartete Rede gehalten und sich darin auch für den österreichischen Beitrag, für die österreichische Unterstützung bedankt. Wie wird denn dieser Beitrag in der Ukraine bewertet?
Nun, die Rede war sehr gut abgestimmt auf die österreichische Seelenlage, denn Waffen werden ja keine geliefert, aber durchgelassen bei Transporten. Daher der Dank an Österreich, an die Spitäler, die Rehabilitation leisten, an die Hilfe vor Ort, auch an natürlich Nachbarn in Not. Das wird in der Ukraine natürlich anerkannt. Aber ganz generell ist es halt so, dass erstens einmal vor allem die zählen, die Waffen liefern, und da sind also natürlich wieder einmal die Amerikaner, die Briten und die Polen ganz vorne. Die Deutschen gelten schon eher als unsichere Kantonisten, und bei Österreich ist es ganz klar, dass also der Knicks der ehemaligen Außenministerin vor Wladimir Putin und diese eher teilweise als pro-russisch eingeschätzte Haltung nachwirken. Aber an sich wird das anerkannt. Ein möglicher dunkler Punkt in diesen Beziehungen ist die Frage Raiffeisen, weil ja Raiffeisen auch in Russland tätig ist, aus Russland aber nicht rauskommt. Und da ist das natürlich immer wieder auch ein Thema zwischen Österreich und der Ukraine gewesen. Vielen Dank, Christian Werschütz. Die Korruptionsstaatsanwaltschaft hat heute Büros der Gratiszeitung Heute durchsuchen lassen. Dabei stand die Herausgeberin Eva Dichand im Fokus. Die Verlegerin soll über Thomas Schmidt mehr Inserate des Finanzministeriums verlangt haben gegen gute Berichte über den ehemaligen Bundeskanzler Sebastian Kurz. Eva Dichand weist die Anschuldigungen zurück. Aus einer heute veröffentlichten Pressemitteilung der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft geht hervor, dass gegen Sebastian Kurz und 8 weitere Beschuldigte wegen des Verdachts der Untreue, Bestechlichkeit und Bestechung ermittelt wird. Es gilt für alle genannten Personen natürlich die Unschuldsvermutung. Gute Nachrichten für jene, die zu Ostern wegfliegen. Ausfallende Flüge wird es bei der Auer demnächst keine mehr geben. Die Gewerkschaft hat sich heute überraschend schnell mit der Geschäftsführung auf einen Lohnabschluss geeinigt. Die Turbulenzen sind überwunden. Der neue Kollektivvertrag für das Bordpersonal der Auer steht. Bis zur Einigung war es allerdings eine lange Reise. Im Herbst des Vorjahres hatte man sich zunächst auf einen Kollektivvertrag geeinigt. Nachdem die Airline aber ein derart gutes Ergebnis einfliegen konnte, wollte die Gewerkschaft den Abschluss nachbessern. Für Unmut unter der Belegschaft sorgten außerdem geplante Bonuszahlungen an Führungskräfte, während die Beschäftigten zuletzt durch Sparmaßnahmen auf einen Teil ihres Gehalts verzichten mussten. Am Dienstag hat am Flughafen Wien eine Betriebsversammlung des Bordpersonals stattgefunden. Das angebotene Gehaltsplus von durchschnittlich 12,3% wurde einstimmig abgelehnt. 110 Flüge sind ausgefallen, ein Vorgeschmack darauf, was gedroht hätte, wenn es bis Ostern zu keiner Einigung gekommen wäre. Das Wiener AKH genießt den Ruf, eines der besten Spitäler der Welt zu sein. Umso verstörender sind jüngste Fotos, die eine Patientin nur auf Matratzen liegend auf dem Gang zeigen. Tatsächlich dürfte es aber darum gegangen sein, einen Sturz aus dem Bett zu verhindern. Es wäre also im besten Interesse der Patientin und auch mit den Angehörigen abgesprochen gewesen, sagt das AKH. Der Wiener Patientenanwalt zeigt Verständnis, aber auch Verbesserungsmöglichkeiten auf. AKH Wien. Patienten, die am Gang am Boden untergebracht sind, offenbar die Nacht über. So soll es auf der Station 19C der klinischen Abteilung für Orthopädie und Unfallchirurgie in der Nacht vom 13. auf den 14. Februar zugegangen sein. Ist das der Normalzustand dort? So verstörend die Bilder auch sind. Gangbetten sind bei uns nur dann akzeptiert, wenn es eben in der Abstufung der gelindesten Maßnahme eine stützpunktnahe Versorgung benötigt. Man habe die betroffenen Patienten davor schützen müssen, aus dem Bett zu fallen. Daher die Unterbringung am Boden. Auch der Wiener Patientenanwalt Gerhard Jelinek zeigt bei Aktuell nach 1 Verständnis für die Maßnahmen des AKH. Aber es gäbe auch Alternativen. Das eine ist eine Frage der Personalressourcen. Das andere ist eine Frage der zur Verfügung stehenden Spezialbetten. Es gibt Niederflurbetten, die einen ähnlichen Effekt haben. Wie weit diese damals zur Verfügung gestanden sind, entzieht sich meiner Kenntnis. Es gibt auch Niederflurbetten, die aber trotzdem eine gewisse Distanz vom Boden haben. Bei beiden Patienten ist sehr gut dokumentiert, wirklich mehrfach pro Nacht, dass das im Bett nicht funktioniert hat. Also beide waren im Bett.
Beide haben versucht, aus dem Bett herauszusteigen. Man hat in beiden Fällen Patienten gerade noch verhindern können, dass sie stürzen und sich noch mehr verletzen. Es sind ja unfallchirurgische Patienten, also schon mit einer Verletzung gewesen. Eine solche Matratzenlagerung soll im AKH heuer auf den unfallchirurgischen Stationen insgesamt 4-mal notwendig und mit den Angehörigen der Patienten abgesprochen gewesen sein, wie es heißt. Und auch im Krankenhaus, wenngleich vermutlich nicht im Gang, befindet sich derzeit Papst Franziskus. Aufgrund einer Atemwegsinfektion wird er stationär behandelt und daher auch nicht die Messe am Palmsonntag abhalten können. Der 86-jährige Papst befindet sich aber schon auf dem Weg der Besserung, heißt es aus dem Vatikan. Himmlisches Wetter könnte es für die Osterwoche geben. Mal sehen, was die Wetterprognose sagt. Morgen überwiegen meist die Wolken, die Sonne kommt nur zwischendurch hervor. Mit kräftigem Wind breitet sich tagsüber von Westen Regen aus. Die größten Mengen kommen im Bergland zusammen. Dabei ist es vorerst mild. Mild bleibt es auch noch am Samstag und mit stürmischem Wind ziehen einzelne Schauer durch. Am Sonntag breitet sich von Norden kräftiger Regen aus und es kühlt ab. Am Abend schneit es bis auf 800 Meter. Um 19.45 Uhr sehen Sie in Kultur heute wieder die wichtigsten Nachrichten aus der Welt der Kultur. Welche, das sagt Ihnen jetzt meine Kollegin Anni Gülgenmeier. Wir berichten heute über die gefesselte Fantasie. Gestern war Premiere im Burgtheater. Unser Bühnenkritiker Heinz Sichrowski war vor Ort. Weiters waren wir für unsere Reihe Land der Bühnen im Kulturhaus Dornbirn. Und außerdem wurden herausragende Errungenschaften von Frauen in der Wirtschaft mit der Minerva geehrt. All das und vieles mehr ab 19.45. Schalten Sie wieder ein oder um oder bleiben Sie einfach dran. Auf jeden Fall einschalten. Wir sind damit am Ende unserer Sendung angelangt. Es bleibt aber heute spannend hier in ORF 3. Um 21.05 Uhr wird bei meinem Kollegen Rainer Reitzamer in der Sendung Politik Live darüber diskutiert werden, wie eine Gutmachung für die Corona-Maßnahmen aussehen könnte. Mit dabei sind gleich drei ehemalige GesundheitsministerInnen, Maria Rauch-Kallert, Beate Hartinger-Klein und Alois Stöger, zudem Irmgard Griss und der Gesundheitssprecher der Grünen, Ralf Schallmeiner. Schalten Sie ein, hier um 21.05 Uhr in ORF 3. Und jetzt im Anschluss sehen Sie wie gewohnt Nachrichten in einfacher Sprache sowie Neues aus den Bundesländern in Österreich heute das Magazin. Aktuelle Nachrichten gibt es dann morgen wieder ab 9.30 Uhr bei meiner Kollegin Theresa Kulowitsch. Ich darf mich an dieser Stelle verabschieden. Schönen Abend, auf Wiedersehen.